Ich weiß, ich bin nicht mehr dran dank meiner Social-Media-Pause, aber ein Video über Navia muss ich noch unbedingt machen, der neuesten 5-Sterne-Geo-Figur in Genshin Impact, die sich jetzt Main-DPS sehr stark in das Spiel mit einreiht, wirklich extrem viel Damage raushauen kann, weswegen ich dieses Video einmal nutzen möchte, um euch natürlich ein Overview darüber zu geben, worauf man bei ihren Talenten im Spielstil achten kann und daraus rückschließend aussagen kann, was für Artefakte sich bei ihr lohnen, was für Waffen sich bei ihr lohnen und eventuell welche Teams ich euch am ehesten ans Herz legen würde, mit ihr zu spielen, aber natürlich dabei auch versuche, Hinweise zu geben, wie man sie spielen kann, ohne jetzt irgendwie hardcore reinzugehen. Alles in diesem Video mit ganz vielen Details zu ihr, denn ich glaube, das Grundprinzip von ihr wird jeder sehr, 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 sehr einfach verstehen, beziehungsweise hat es schon verstanden, denn es geht ja einfach nur darum, wenn man sie im Team spielt, die Elementarreaktion aus Geo als natürlich auch anderen Elementen zu schaffen, damit man diese Kristallisation hat, die man mit ihr einsammeln kann. Und dann kriegt sie oben links von sich selber einen extra Charge. Und mit diesem Charge, wenn sie davon jetzt bis zu 3 Stück auffüllt, die kann sie dann auch noch verstärken, ist sie dann in der Lage, zack, extra Schaden auf den Gegner mit der elementaren Fähigkeit zu machen. Das ist das ganz einfache Grundprinzip von Navia, wo man aber natürlich aus den Talenten noch sehr viel herauslesen kann, um das Ganze weiter zu optimieren, weiter zu perfektionieren, je nachdem, wie weit man es perfektionieren möchte. Sie gehen einmal kurz, tschüss mein Lieber, und dann schauen wir drauf, was das Ganze zu bedeuten hat. Denn bei den Talenten haben wir die elementare Fähigkeit, die das Herzstück ist von dem, was ich gerade erwähnt habe. Denn diese elementare Fähigkeit ist das, was am meisten Schaden von eurer Navia bei den Gegnern erzeugen wird. Aber wenn man die einfach raushauen würde, wäre der Schaden natürlich sehr, sehr, sehr gering. Denn man möchte erst die erwähnte Elementarreaktion haben, damit man die Kristallisation kriegt. Und erst eben diese Charges bei ihr links einsammeln, von der man bis zu 3 Stück haben kann und dann auch noch jeweils jeden Charge verstärken kann. Je mehr Charges man hat, desto stärker wird euer Angriff, besonders bei den ersten 3, bei den letzteren 3 ein bisschen stärker. Also sind die letzten 3 ein netter Bonus, den man mitnehmen sollte, aber dadurch die ersten 3 auf jeden Fall so stark, dass man sie auf jeden Fall mitnehmen sollte, damit man den maximalen Schaden aus der elementaren Fähigkeit herausholen kann. Also das Wichtigste bei ihr, Kristallisation irgendwie ins Team zu bringen. Das Ganze kann man natürlich boosten, wenn man möchte, und versuchen zu beschleunigen, indem man beispielsweise natürlich weitere Geo-Figuren mit reinbringt, selber mit mehr Geo angreift oder aber auch ihre ultimative Fähigkeit benutzt. Denn die zeugt nebenher sowohl, sobald man sie aktiviert, 2 dieser Charges, als auch dann in gewissen Abständen immer wieder eine neue Charge und neue Charge und neue Charge. Also wenn man diese Ult nebenher laufen lässt, dann holt man quasi das Maximum heraus, damit die elementare Fähigkeit sich auch ohne Kristallisation trotzdem immer sehr, sehr, sehr gut auffüllt. Dazu sei gesagt, die ultimative Fähigkeit, wenn ihr sie einsetzt, hält sie 12 Sekunden bei 15 Sekunden Abklingzeit, also sehr, sehr lange. Ihr könnt sie quasi spam dauerhaft nebenher laufen lassen und auf jeden Fall dauerhaft neben ihren Skill nebenher laufen lassen. Also sehr gut, wenn man sich auch darauf fokussiert und eben nicht nur auf die elementare Fähigkeit, nur weil sie den meisten Schaden raushaut. Gleichzeitig ist es ein guter Side-Damage und füllt, wie gesagt, eure elementare Fähigkeit auf. Also eine Win-Win-Situation. Ihr Kit gibt aber noch mehr her als nur die Ult aktivieren und dann die elementare Fähigkeit, wo, wie gesagt, bei der elementaren Fähigkeit ihr am besten euch 3 Charges holt. Ob sie dann aufgeladen sind oder nicht, ist ein netter Bonus, den man mitnehmen kann, aber auf den man sich nicht zu sehr fokussieren sollte. Denn der weitere Bonus ist, dass man nach dem Aktivieren der elementaren Fähigkeit Standardangriffe macht vom Element Geo. Die waren davor Physical, jetzt waren sie Geo. Das heißt, wenn ich jetzt wieder angreife, ist es wieder mit physischen Schaden geordnet. Und wenn ich die elementare Fähigkeit einsetze, habe ich wieder ganz normal meinen Geo-Schaden. Das bedeutet für euch persönlich, ihr könnt sie auf verschiedene Art und Weise in eurem Team spielen. Ihr könnt euch entweder dazu entscheiden, aus ihr eine Figur zu machen, die ihr wirklich nur einwechselt, wenn alle anderen Figuren irgendwas gemacht haben und sie ganz kurz die elementare Fähigkeit einsetzen soll und dann sollen wieder eure anderen Figuren im Team etwas machen. Das heißt, das ist die eine Möglichkeit, sie zu spielen, gerade falls ihr einen zweiten Main DPS oder ähnliches benutzen wollt. Wäre das dadurch in der Theorie möglich oder eben wenn ihr Figuren habt, wo die Cooldowns nicht wie bei einer Furina jetzt 20 Sekunden sind, sondern eher kürzer, könnt ihr das auch machen, indem ihr dann nicht mit ihr Standardangriffe macht. Aber ihr könnt auch sagen, wenn ihr solche Figuren wie Furina habt oder auch andere Figuren mit einem hohen Cooldown, dass ihr die Standardangriffe mehr stärker ausnutzt, sie als Main DPS spielt und dementsprechend danach immer nochmal 4 Sekunden draufhaut. Das ist keine lange Zeit. Aber die 4 Sekunden könnt ihr quasi mitnehmen, könnt dann durch eure anderen Figuren swappen oder eben nach den 4 Sekunden hoffentlich wieder genug Charges haben, dass ihr direkt nochmal die E raushauen könnt
und dann wieder 4 Sekunden draufhauen könnt. Das ist sehr, 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 sehr stark am Ende von eurem Team abhängig, was die perfekte Rotation ist. Aber das quasi als Zeitinfo. Ihr könnt sie so spielen, wie ihr persönlich Bock darauf habt, eure Navi zu spielen. Aber damit immer noch nicht genug, denn es gibt noch weitere Hinweise bei ihren Talenten. Denn wir haben hier noch ein passives Talent, das wichtig ist zu erwähnen. Denn dieses erhöht nochmal euren ANG-Wert, wenn ihr Pyro, Elektro, Cryo oder Hydro-Figuren in eurem Team mit dabei haben wollt. Das sind also genau die Figuren, die ihr sowieso für die Kristallisation braucht. Und es gibt euch einfach nochmal den Hinweis, dass es sich besonders lohnt, nicht 3 Geo-Figuren in einem Team zu spielen, sondern 2 Geo-Figuren, um diese Passive zu aktivieren. Aber falls ihr Bock drauf habt, spielt auch gerne 3 Geo-Figuren. Auch da gibt es spezielle Teams, die man nutzen kann, wenn man das möchte. Aber dann habt ihr eben diese passive Fähigkeit für extra Damage nicht mehr. Aber wenn ihr auf ihr Kit ausgelegt spielt, die elementare Fähigkeit zu optimieren, wollt ihr diese Elemente sowieso haben, um zu kristallisieren. Und gleichzeitig macht das immer noch Platz für eine weitere Geo-Figur, die ihr mitnehmen könntet, damit ihr eben noch mehr kristallisiert und auch ihre Ult schneller rusht. Aber dazu auch gleich ein paar mehr Worte. Und um vielleicht einfach nochmal ein paar Abschlusstipps dazu zu geben, wie man sie denn spielen kann. Ihre Ult, wie gesagt, ist wichtig. Die würde ich am Anfang eurer Rotation einsetzen, damit ihr dann direkt aufladet für euren Skill quasi und diese Rotation die ganze Zeit mitnehmen, während eure Skills laufen und ihr am besten dann in der Zeit nochmal ihre ultimative Fähigkeit aufgeladen kriegt. Also benutzt die gerne immer am Anfang eurer Rotation beziehungsweise zumindest als ersten Skill von eurer Navi, je nachdem wie euer Team aussieht. Das als kleiner Bonushinweis. Gleichzeitig als weiterer Bonushinweis, diese 4 Sekunden nach dem Standardangriff, die könnt ihr auch optimieren. Ihr könnt entweder sagen, ey, ihr setzt eure elementare Fähigkeit ein und macht eine Rotation an Standardangriffen, 1, 2, 3 und 4. Das sind genau die Angriffe, die sie hier quasi hat, wenn wir drauf schauen. Dann hat sie eine Schadensphase 1, Schadenphase 2, Schadenphase 3 und 4. Ihr würdet die quasi perfekt mit in den 4 Sekunden mitnehmen. Aber ihr könnt ihren Schaden, wenn ihr wollt, auch noch weiter erhöhen, indem ihr nach dem 3. Schlag Dash cancelt. Dann kriegt ihr in die Zeit, in der ihr Geo-Angriffe macht, nämlich noch einmal Schlag 1 und Schlag 2 ran. Und das sind zusammen über 140% Damage. Bedeutet, 240% Damage ist mehr als 180%. Ihr macht also mehr Schaden mit euren Standardangriffen, wenn ihr nach eurem Skill 1, 2, 3 und dann Dashen 1, 2 einsetzen, dann habt ihr 5 Angriffe in dieser kurzen Zeit und macht insgesamt mehr Schaden. Das aber eben nur für diejenigen, denen es wichtig ist, den Schaden weiter zu erhöhen. Und als kleinen letzten Tipp, wenn ihr ihren Skill einsetzt, dann könnt ihr ihn ja normal einsetzen oder zielen. Und ich denke mal, jeder, der es kurz durchgelesen hat, weiß, dass wenn ihr in den Zielmodus geht, ihr die Kristallisation einsammelt. Bedeutet, wenn die irgendwo rumliegen, müsst ihr nicht extra rumlaufen und schauen, wo liegen die jetzt alle. Ich sammle die einzeln ein. Weswegen es sich sehr stark lohnen kann, einfach jedes Mal, wenn ihr eine elementare Fähigkeit einsetzt, kurz zu halten, bis ihr im Zielmodus seid und erst dann abzufeuern, damit ihr sicher seid, dass ihr den maximalen Schaden auch aus der Kristallisation rausholt. Aber dafür müsst ihr dann eben selbst ziehen, was gerade bei sehr viel bewegenden Gegnern nervig ist. By the way, eine Sache, die mir dazu gerade beim Cutten aufgefallen ist, ihr könnt mit Furina, wenn ihr im Zielmodus seid und dann der Gegner irgendwie wegdasht oder ähnliches und ihr nicht mehr angreifen könnt, einmal kurz dashen. Dann behaltet ihr hier eure Stacks. Also ihr habt es gesehen, falls ihr die quasi nicht irgendwie verschwenden wollt, jetzt ins Nichts schießen wollt, einmal kurz dashen, ihr behaltet eure Stacks. Ihr verbraucht euren Skill zwar leider trotzdem, aber zumindest schießt ihr nicht euren Skill irgendwo ins Nirgendwo als kleiner Bonustipp. Doch kommen wir damit nochmal zu dem Part, was für eure Navier grundsätzlich am wichtigsten ist. Fangen wir also dafür erstmal mit den Stats an und da gibt es 3 bis 4 Werte, die wirklich außerordentlich wichtig sind. Und eins der wichtigsten bzw. ersten Sachen, die man fokussieren kann, ist die Aufladerate. Ihr braucht nicht monströs viel, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr Aufladerate braucht. Wenn ihr eine 2. Geo-Figur im Team habt, braucht ihr ein bisschen weniger Aufladerate. Wenn ihr eine Favonius-Waffe im Team habt, braucht ihr noch ein bisschen weniger Aufladerate. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, wie viele Gegner ihr besiegt in euren Rotationen und ihr braucht noch weniger Aufladerate. Grundsätzlich müsst ihr da einfach ein bisschen ausprobieren, was für euch persönlich perfekt ist. Ihr wollt im besten Falle dahin kommen, dass ihr einfach immer ihre Ult einsetzen könnt, wenn sie bereit ist, wenn ihr lange Kämpfe habt. Aber gleichzeitig kann man sagen, falls ihr irgendwie durch die Overworld rennt oder ähnliches, wollt ihr wahrscheinlich jedes Mal, wenn ihr auf einen neuen Gegner trefft, im besten Fall ihre Ult haben und braucht dann wiederum vielleicht auch ein bisschen mehr. Das ist sehr stark individuell abhängig.
so um die 140% zu erreichen, reicht für die meisten Cases, wo ihr dann auch eine zweite Geofigur mit dabei habt. Das heißt, damit seid ihr sehr gut aufgestellt. Wenn ihr keine zweite Geofigur mit dabei habt, braucht ihr wahrscheinlich viel mehr. Und wenn ihr dann gute Batteries wie eine Fischl oder ein Bennett dabei habt, dann braucht ihr auch wieder ein bisschen weniger. Aber 140% ist erstmal ein guter Punkt, um ihn zu erreichen. Ich habe ein bisschen weniger, deswegen spiele ich auch ein Albedo statt ein Zhongli beispielsweise, weil ich glaube, dass er besser die Energy Particles hinkriegt. Aber grundsätzlich ist es sehr stark von euch selber abhängig. Dann ist sie ein ganz typischer DPS, bedeutet kritische Trefferchance als auch der Crit-Chance sind zwei super wichtige Werte. Und als nächstes danach der ARG-Wert. Sie kriegt aber viel durch ihre passive Fähigkeit und viele spielen sie mit Bennett. Das heißt, dadurch wird der ARG-Wert schon sehr gut ausgeliefert, was Crit nochmal umso wichtiger macht, dass hier eher der Fokus drauf liegt, als eben bei dem ARG-Wert selber. Und das heißt im Endeffekt für ihre Artefakte, ihr habt als Mainstat bei der Sanduhr wahrscheinlich ARG prozentual, was ihr haben wollt, außer ihr habt gar keine Aufladerate, nicht so viel Geo, dann kann man hier auch Aufladerate als Mainstat mitnehmen. Das wäre quasi eine Alternative, um ihre Ult zu garantieren. Dann bei ihrem Kelch ist Geo-Schadensbonus das Beste, was ihr mitnehmen könnt. ARG habt ihr genug. Hiermit skaliert ihr wirklich am meisten. Ganz, 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 ganz wichtiger Wert. Und bei dem Headpiece als Mainstack ganz klar kritische Trefferchance oder Crit-Schaden. Und für die Substack gilt das gleiche. Crit, Aufladerate, ARG sind die Werte, die ihr am liebsten auf eurer Navi seht. Doch kommen wir damit nochmal rüber zu den Artefakte-Sets, die sich sehr stark auf ihr lohnen. Und natürlich ist ganz klar, dass das neueste Set das Beste ist, was ihr auf ihr spielen könnt. Ich persönlich wollte es noch nicht farmen, weil ich noch zu wenig Use Cases dafür gesehen habe. Aber wenn ihr eure Navi liebt, ist das das Maximum an Damage, was ihr rausholen könnt. Selbst wenn ihr diese Kristallisation nicht aufrechterhaltet oder ähnliches. Super starkes Set und definitiv das Beste, wenn ihr Bock habt, dafür zu farmen. Was sehr viele andere stattdessen schon gefarmt haben bis jetzt, ist beispielsweise Schattenjäger. Und solltet ihr sie mit Furina spielen, ist das auch ein extrem starkes Set, was ihr auf eurer Navi benutzen könntet, um euren Damage hoch zu skalieren. Und genau das gleiche gilt auch für Goldtruppe. Auch hier ein Set, was viele bereits gefarmt haben und was dann quasi die drittbeste Option wäre. Aber eine Alternative, die auch gar nicht so viel stärker ist, als dann einfach 2 und 2er Sets zu kombinieren aus. Ihr erhöht Elementarfähigkeit, Schaden durch Goldtruppe, aus Geo-Damage-Bonus, ARG prozentual und eventuell Aufladerat. Da gibt es super viele verschiedene Sets, die ihr benutzen könntet, die alle ihr irgendwie zugutekommen. Aufladerat braucht sie, ARG braucht sie, Geo-Schaden braucht sie und Elementarfähigkeit, Schaden braucht sie. Also ihr werdet ja schon das Set oder die Set-Kombination finden mit den besten Subsets für euch persönlich, damit ihr eine gute Navi habt, auch ohne unbedingt das neueste Set zu farmen, das dann wirklich eher für diejenigen gedacht ist, die sie unbedingt maximieren wollen. Doch lasst uns damit noch einmal über die Waffen sprechen in Genshin Impact zu Navia. Ich werde am Ende nochmal eine Statistik zeigen, dass ihr direkt seht, was wie viel besser ist, damit ihr komplett selber belegen könnt, ob euch bestimmte Waffen es wert sind, sie zu holen. Aber ich fange erstmal mit ihrer Best-in-Slot-Waffe an und das ist selbstverständlich ihre eigene Urteilsspruch in ihrem einen Raid-Up-Banner, der einfach auf sie zugeschnitten ist und dementsprechend ganz klar auf Platz 1 landet, wenn ihr das Maximum an Schaden bei ihr herausholen wollt. Das Gute ist aber, für all die Low-Spender unter euch, gibt es eine zweite Waffe mit dem Knochenschwert, die annähernd so gut ist wie ihre beste Slot-Waffe. Das heißt, die ist kaum schlechter. Auf Refinement 3 bereits die zweitbeste Waffe für eine Navia und auf Refinement 5, wie gesagt, fast so gut wie ihre eigene. Deswegen würde ich die meisten empfehlen, das Geld zu sparen und hierauf zu gehen, außer ihr liebt eure Navia, dann gönnt ihr auch die Waffe, die einfach am besten auf ihr aussieht. Doch, falls ihr seid, ey, ich pull lieber einen anderen 5-Sterne-Waffen und habt vielleicht Schilf, Embarko oder Roton-Steinbrecher, sind das die nächstbesten Optionen, die ihr haben könnt. Und ein paar 4-Sterne-Optionen werden zum einen die Event-Waffe aus dem Event, das mit ihr kam. Von daher habt ihr die vielleicht bei euch gerade rumliegen. Oder auch, lasst uns reden, falls ihr sie mit Pyro-Charakteren spielt, auch eine sehr, sehr gute Waffe. Und falls ihr komplett Free-to-Play seid, habt ihr sogar eine Waffe, die ihr schmieden könntet mit den Gezeitenschatten. Das wäre quasi die nächstbeste Option, die ihr euch gönnen könntet, die ihr einfach schmieden könnt und dementsprechend Free-to-Play erhalten könnt. Also das die letzte Empfehlung. Hier nochmal eingeblendet die Statistik, leider mit den englischsprachigen Namen, dadurch, dass ich mich auf eine andere Quelle von den Kitching Mains beziehe, aber sie sollte euch trotzdem einen guten Überblick geben darüber, was ihr spielen könnt. Und zum Abschluss des Videos möchte ich einfach nochmal über die Teams rund um Navia reden, die man spielen kann, weil die auch sehr vielseitig sind. Aber ich glaube, die meisten werden einem bestimmten Pattern sehr, 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 sehr stark folgen. Denn das Pattern besteht daraus, sie selber zu spielen plus eine weitere Geofigur, weil das super viele Vorteile mitbringt. Zum einen habt ihr durch die weitere Geofigur natürlich die Möglichkeit, mehr Kristallisation mit anderen Figuren zu machen. Mehr Kristallisation bedeutet für ihre elementare Fähigkeit mehr Damage. Ihr habt die Möglichkeit, mehr Geopartikel zu erstellen, die eure ultimative Fähigkeit von Navi aufladen.
Das bedeutet natürlich, wenn ihr jede Rotation das hinkriegt, mehr Aufladungen für ihre elementare Fähigkeit, also auch wieder gewonnen. Und zu guter Letzt kriegt ihr auch noch den elementaren Einklang aus Geo, was auch Bonus-Damage ist, wenn man sich dadurch sehr einfach zusätzlich holen kann. Also viele, viele Vorteile, daraus eine zweite Geo-Figur mitzubringen. Und da sind so ein bisschen die besten Optionen oder die typischsten, die gespielt werden, Zhongli als auch Albedo. Aber das sind nur die 5-Sterne-Optionen. Ihr habt noch weitere Figuren, die ihr spielen könntet. Eventuell wird Chiori, die vielleicht bald kommt, auch einen Support für sie. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr Kit euch durchliest oder wenn ihr meinen Guide dazu anschaut. Ich hoffe, ihr habt mich ein Abo auf diesen Kanal da gelassen. Aber auf Free-to-Play gibt es zwei sehr, sehr gute Optionen. Das ist zum einen der Traveler in der Geo-Variante, die absolut viele Geopartikel herstellt, bedeutet, man braucht ihr viel weniger Aufladerate auf eurer Navia. Sehr genial, aber ihr müsst auch dann eure Objekte richtig platzieren, damit das Ganze klappt. Oder als weitere Option Ningguang, auch sie kann mit ihrer elementaren Fähigkeit viele Geopartikel erstellen, auch wenn ihr dann so ein bisschen ihren Eigendamage verliert, aber das ist quasi eine Option. Dann folgt dieses Pattern dem, dass ihr noch zwei weitere Elemente mit reinbringt, beispielsweise eine Furina oder eine Charlotte. Hauptsache, sie können irgendwie kristallisieren mit eurer Navia. Im besten Falle geben sie euch aber noch irgendeinen Bonus dazu. Beispiel Benny Boy, der euch gleichzeitig auch noch Healed und einen ANG-Bonus gibt. Beides sehr stark für eure Navia. Oder anderes Beispiel, eine Furina, die euch sowohl Hydro gibt aus dem Off. Das heißt, ihr müsst sie nicht benutzen. Ihr kriegt trotzdem das Hydro-Element auf die Gegner. Und bufft gleichzeitig noch euren ANG, also hier wieder eine, oder euren Schaden, das bedeutet wieder eine Win-Win-Situation, sehr, sehr gute Figur. Aber ihr könnt hier eigentlich alles spielen, worauf ihr Bock habt, was irgendwie Elemente in den Raum spielt, ohne dass ihr Standardangriffe machen müsst. Das heißt, ihr seid nicht auf Bennett und Furina irgendwie komplett gefokust und das ist das Einzige, was ihr spielen könnt. Nein, ihr könnt hier komplett reingehen und es gibt so viele Optionen, ich kann nicht alle erwähnen, es tut mir leid. Aber als Beispiel, Thoma haut Sachen raus, wenn ihr dann eure Navia als Main-DPS benutzt, könnt ihr mit Chingshu reinballern. Ihr könnt dabei Elektro mit einer Beidou reinballern, eine Fischl, sehr, sehr gute Option by the way. Dadurch, dass sie sehr viele Partikel erstellt und ihr dementsprechend weniger Aufladerate wieder braucht. Und gleichzeitig sehr viel Elektro macht, sehr, sehr gute Option. Eine Cookie, die euch Elektro gibt, als auch gleichzeitig euch healt. Eine Lila, die euch einen Chill gibt, als auch gleichzeitig Cryo auf den Gegner macht. Eine Charlotte, die euch healt, als auch gleichzeitig irgendwie Heiß auf den Gegner macht. Und bei den Fights ist das genau das Gelbe. Hier haben wir dann das Pyro-Element, aber halt nicht ganz so häufig, deswegen weniger Kristallisation. Eine Yelan, die mit den Standardangriffen von der Navia funktioniert. Meinetwegen eine Yamiko. Und bei den Cryo-Charakteren meinetwegen auch eine Ganyu. Also ihr habt Optionen über Optionen über Optionen, die ihr quasi in diese zwei Flex-Plots mit reinpacken könntet. Aber das ist nicht das Einzige, was ihr mit Navia spielen könnt. Ihr könnt auch sagen, ey, ihr verzichtet hier auf die weitere Geo-Figur und bringt stattdessen irgendwas mit rein, was eher in eure typischen Rotationen passt, die ihr gerne spielt aus drei Figuren. Ihr könnt ihr natürlich alles Mögliche reinklatschen. Ihr könnt Hyperbloom reinquatschen, also Elektro plus Hydro plus Dendro, um gleichzeitig noch ein bisschen Bloom-Damage zu machen, wenn ihr das Ganze wollt, was eher ungewöhnlich wäre für Navia. Aber auch das würde funktionieren, dass ihr dann Navia quasi nur reinbringt, um zwischendurch den harten Elementarfähigkeitsshot rauszuhauen. Ihr könnt Vape reinballern, ihr könnt Freeze reinballern, ihr könnt reinballern, worauf ihr Bock habt. Und dann quasi Navia mit ganz viel Aufladerate immer wieder nur reinbringen für Elementarfähigkeit, Elementarfähigkeit, Elementarfähigkeit. Und euer restliches Team funktioniert, wie es soll. Das gleiche gilt, falls ihr Bock habt, zwei Main-DPS-Charaktere selbst zu spielen. Also sagen wir, ihr wollt einen D-Log kombinieren, zusammen mit einer Navia könnt ihr das grundsätzlich machen und dann eben Navia nur für die Elementarfähigkeit. Dadurch klaut sie nicht viel On-Field-Time eures eigenen Main-DPS und ihr hättet quasi eine Option. Die ist ja ungewöhnlich, wird wahrscheinlich ein bisschen weniger im Spiral Abyss gespielt, aber ermöglicht euch zwei Main-DPS-Figuren zu spielen, die ihr quasi beide mögen könntet. Und dadurch müsst ihr nicht viel von eurer Navia klauen. Gleiches gilt, falls ihr über Geo-Main-DPS gehen wollt, könnt ihr das auch machen mit einer Ningguang oder einer Noelle, die jeweils zum Main-DPS zu machen. Und dann könnt ihr in diesem Falle sogar noch die dritte Geo-Figur dazu spielen und hättet vielleicht einen Goru oder einen Yunjin und habt dadurch quasi enabled, dass ihr drei Geo-Figuren in einem Team habt und Navia wieder nur über die elementare Fähigkeit. Auch das geht, auch wenn es eher ungewöhnlich ist, aber das wollte ich als zusätzlichen Team-Hinweis irgendwie euch mitgeben. Und dann war das alles, was ich in diesem Guide zu Navia sagen wollte. Ich hoffe, du hast jetzt ein Abo auf diesen Kanal da gelassen. Und falls ihr noch mein Review haben wollt,
Sie ist eine sehr, sehr starke Figur, die man auch individuell einsetzen kann, sowohl entweder mit Fokus auf die Elementarfähigkeit, der immer da steht, aber auch gleichzeitig mit Main DPS irgendwie mit ihr rumspielen oder nicht rumspielen, je nachdem, was man möchte. Bedeutet, wenn ihr Bock auf sie habt, wird sie auf jeden Fall den Wert eures Accounts anheben und ihr könnt sie gut in der Overworld benutzen, als auch im Spiral Abyss. Ihr müsst eben nur diesen Spieß, die mit Fokus auf die elementare Fähigkeit mögen und die hoffentlich auch richtig platzieren, sodass der Gegner damit getroffen wird und dann funktioniert sie einfach, basht alles weg. Und gerade das Coole ist, dass Low Spender bereits eine extrem gute Waffe kriegen im Vergleich zu ihrer eigenen Raid-Up-Waffe. Das heißt, da muss man nicht mehr dick investieren und hat einfach eine starke Figur. Sehr, sehr coole Figur, die Genshin Impact hier rausgebracht hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurer Navia und ich wünsche euch viel Spaß in meinem nächsten Video, das ihr euch jetzt reinziehen könnt, wenn ihr wollt. Dann verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.